Hallo und herzlich willkommen zu Mr. Luke zockt F1 Manager 23 zum nächsten Rennwochenende. Wir sind in Miami und haben am Samstag Regen gemeldet. Ja, wir gehen ins Qualifying rein. Wir müssen hier noch die Motorenteile einmal auswechseln. Da nehme ich nämlich immer ja die benutzten Teile für die Trainingssessions. Wie sieht das Wetter hier aus? Ja, es soll gleich anfangen zu regnen. Bis dahin müssen wir noch mal eine schnelle Runde setzen. Und ich hoffe, wir schaffen es zumindest erstmal in Q2 rein. Auch wenn sich pace-technisch jetzt noch nicht so viel geändert hat bei uns. Oh, Liam Lawson berichtet jetzt schon von Regen. Ich habe für beide Fahrer aber eingestellt, dass sie zwei Hot Laps machen sollen. Lawson derzeit auf der 11, Giovinazzi auf der 18. Ja, jetzt oder nie, Jungs. Verfolgen wir mal Antonio hier auf seiner Hotlap. Und schauen, ob er sich da noch aus den Bottom 5 aushieven kann. Ansonsten, ja, war es das mal wieder in Q1. Ich denke, noch besteht die Möglichkeit, sich zu verbessern. Aber das ist dann wirklich die allerletzte Chance. Ich denke, Lawson ist eigentlich ziemlich gut durch. Ja, die Rundenzeit ist deutlich langsamer. Also Giovinazzi wird leider ausscheiden. Also es trocknet jetzt zum Ende nochmal ab. Aber der Grip wird, glaube ich, nicht mehr genügend vorhanden sein. Ich warte mal noch recht lange. Ja, und gibt Giovinazzi nochmal eine allerletzte Chance. Aber auch von der Konkurrenz hat sich niemand zeitlich verbessert. Der erste Sektor ist schon mal langsamer. Also am Ende hat es nicht mehr gereicht. Es bleibt bei Platz 18. Lawson stabil, sehr solide durchgekommen und sogar in Richtung Top 10 war es möglich. 1,5 Zehntel. In Q2 war es anfangs komplett nass. Aber die letzten 3 bis 4 Minuten sind die Bedingungen jetzt trocken. Ich habe mit Lawson mir das mal gespart, bei nassen Bedingungen da eine Zeit zu setzen. Und jetzt schauen wir mal, was auf dem einen Run, den er haben wird, für mehr reicht die Zeit leider nicht, was da noch gehen kann. Ich sag mal so wie eben, Platz 12 oder so, das wäre schon richtig nice, aber 1,9, eine hohe 1,29er Zeit. Ziemlich viel Abstand nach vorne. Fast 2 Sekunden. Da werden natürlich auch noch andere jetzt ankommen. Hamilton, denke ich mal, sollte uns wohl knacken können. Jo, Lewis Hamilton landet erstmal auf der 7, aber Lawson tatsächlich als 12. durchgekommen. Gutes Ergebnis. Alonso nur ein 11. Q2 ist da bei ihm in dem Run mächtig was schiefgelaufen, weil im ersten Qualifying war der 2., glaube ich. Ja. So, wir gehen mal als Ziel aus. Positionsgewinn beider Fahrer um eine Position. Müssen ja auch mal ein bisschen Anreize setzen hier. Heute am Rennsonntag ist das Wetter wieder besser. Es wird ein trockenes Rennen sein. So, los geht's. Red Bull startet vorne. Strategietechnisch mache ich nichts Verrücktes. Soft, Medium, Soft ist bei beiden Fahrern der Plan. Durchaus unterschiedliche Strategien möglich, aber ich denke, das werden auch so die meisten der anderen hier versuchen. Lawson kämpft hier gerade gegen Fernando Alonso im Aston Martin. Das ist natürlich nicht so unbedingt unsere Kragenweite, aber auch Sainz davor im Ferrari. Ja, wie es ist schon schwer, Punkte zu holen, muss man so sagen. Wir schauen uns mal an, wie Giovinazzi hier Magnussen überholt. Naja, beziehungsweise sich den Platz eher zurückholt. Denn Antonio ist ja auf der 18 gestartet. War hier zwischenzeitlich mal 19. Und da fahren die beiden Side by Side durch die Gegend. In echtes Miami eine Strecke, wo das Überholen recht schwierig ist. Im F1 Managerspiel hier ist das, glaube ich, nicht so das Problem. Aber ich hoffe, wir können Alonso einigermaßen folgen. Was halt vielleicht mal ganz schön wäre. Keine Ahnung, ob es realistisch ist. Ich habe gerade ein bisschen Vertrauen in Lawson, weil seine Pace im Qualifying nicht schlecht war.
dass er mit den Top 11 mitgehen kann und nach hinten hier auf Gasly vielleicht eine Lücke aufbauen kann. Nee, aber noch bevor das DRS aktiviert wird, ist Lawson leider über eine Sekunde hinter Alonso. Alter. Und auf der anderen Seite seht ihr es hier, Gasly im Alpine hängt uns direkt am Arsch dran. Er ist sogar fast gerade in den Heckflügel von Liam reingefahren. Alter Schwede. Und wenige Zeit später wird Lawson komplett durchgereicht. Wir sind alle in einem DRS-Train hier. Ihr seht vorne und hinten nicht große Abstände um ihn herum. Aber erst ist Gasly vorbeigegangen und dann beide Williams. Ja. Alle sind auf Mediums unterwegs. Inzwischen funktionieren die wahrscheinlich besser. Jetzt holt er sich hier nochmal einen zurück. Boah, keine Ahnung, ey, Mann. Unsere Pace reicht auch einfach nicht, um an denen vorbeizugehen. Selbst wenn ich jetzt hier pushe und so, der kommt zwar immer nah ran, aber nicht vorbei. Jetzt ist die Frage, kann ich hier strategisch, also die Abstände sind hier im Rennen heute echt nicht groß. Sollte ich da alternativ irgendwas versuchen? Lawson hat aber hier seine Reifen schon ziemlich dezimiert. Sagen wir mal, Antonio, der soll möglichst Fokus auf Tempo und nicht so dicht auffahren. Denn bei Lawson überhitzen sich die Reifen schon sehr. Vielleicht ein Einstopper mit harten Reifen. Ich weiß auch nicht, aber jetzt hat er hat die Pace einfach nicht mehr. Ich hole den jetzt schon mal rein. Wir gehen mal jetzt auf Medium. Denn der wird auch von Ricardo überholt. So, ich versuche jetzt doch nochmal was Alternatives. Giovinazzi fährt in Runde 17 rein, holt sich harte Reifen. Moderatenboxen ist doch Problem. Zum Glück trifft es auch mal andere Leute. Und dann versuchen wir mit Antonio hier durchzufahren. Gucken wir mal, wie das so laufen wird. In Runde 24 ist Lawson auf Platz 13. Dicht gefolgt allerdings von Ricardo, Joe und Bottas. Reifen sehr unterschiedlich. Okay, Leclerc auch sogar als einer der wenigen auf hart gegangen. Tsunoda überholt hier Giovinazzi. Ja, Charles Leclerc wird mit den harten durchfahren. Giovinazzi muss das auch machen, auch wenn das nachher vielleicht ein bisschen eklig wird, aber wir müssen es versuchen. Währenddessen Lawson hier gerade auf seinem Medium-Stint. Boah, ich denke, eigentlich bis auf Leclerc werden alle zweimal stoppen. Verstappen hat hier auch was Interessantes vor. Der fährt seine Softreifen extrem lange. Gut, dann braucht er auch nur einmal stoppen. Wie er trotzdem die Pace dafür hat, unfassbar. Wie sind denn so die Rundenzeiten? Ja, die harten Reifen, ey, damit sind wir übelst langsam. Oh, Daniel Ricciardo hat, glaube ich, ein Safety Car ausgelöst. Ich hoffe, unser Fahrer hat da nichts abbekommen. Ja, da es ein Safety Car gibt, ihr seht's, alle anderen machen es jetzt auch. Müssen wir es riskieren. Wir fahren mit beiden Autos an die Box. Nehmen das, was wir noch haben an Reifenmischung. Das heißt jetzt bei Liam werden es harte bis zum Ende sein und bei Antonio dann Mediums. 26 Runden, glaube ich, circa. Oh, Red Flag jetzt sogar. Ja, dann geht's jetzt mit Alonso von der 1 oder Stroll. Ne, Stroll musste es sein. Geht's los. Und wir müssen natürlich hier direkt Druck machen. Von 14 und 17 mit dem Restart. Wie sehen so die Reifen bei der Konkurrenz aus? Na, Lawson so ziemlich der Einzige, wahrscheinlich auf harten Reifen, aber ich hatte leider keine Mediums mehr mit ihm. Ja, mal gucken. Ich denke auch die auf Soft starten, werden trotzdem durchfahren. Das wäre sonst ein bisschen dämlich, aber vielleicht haben die auch keine andere Mischung mehr. So, Tsunoda zieht hier an Lawson vorbei. Können eigentlich aggressiver pushen. Ja, nach ein paar Runden hat sich das Ganze hier ein bisschen entzerrt und unsere Race Pace, muss man sagen, typisch Haas, so wie in echt auch,
Das Qualifying, zumindest aus Lawsons Sicht, war ja gar nicht so scheiße. Der ist jetzt Letzter. Klar, der hat die harten Reifen, okay. Aber auch Giovinazzi nicht viel weiter vorne. Na, normalerweise sollte der Stint noch ein bisschen in unsere Richtung, zu unseren Gunsten gehen, weil die auf den Softreifen noch Probleme bekommen werden, aber ja, ich dachte ja so wenigstens vielleicht mal Platz 12, 13, ein bisschen an Punkten schnuppern. Ich meine, vom Abstand her wäre das noch machbar. So, inzwischen kommt jetzt Antonio besser in Tritt. Im Duell hier gegen Zhou Guanyu, jawohl. Ja, denkst du. Junge, du warst innen in der Kurve. Jetzt hat der andere DRS. Okay, aber eben sah das noch nicht so aus. Ja, das war vielleicht nicht so smart. Überholen fehlgeschlagen. Naja, in meinen Augen hast du überholt, aber wurdest dann selber erneut überholt. Ja, Antonio auf den Mediums. Kann vielleicht noch was Richtung Joe Bottas gehen. Piastri hatte eben einen kleinen Crash. Musste an die Box. Der wird also wohl Letzter werden. Und mal gucken, was Antonio jetzt hier, eigentlich hat er einen Reifenvorteil, noch machen kann. Lawson kann noch mal ein bisschen aggressiver vorgehen, aber... Nee, der harte Reifen ist scheiße hier. Aber ich hatte nichts anderes mehr. Soft wäre, glaube ich, echt zu viel des Guten. Die KI wird wohl mit hinkommen, aber es sind auch immer noch 11 Runden. Toll, jetzt immerhin. Ich glaube, 3-4 Runden vor Ende geht es endlich mal in die richtige Richtung für Antonio. Erst an Joe vorbei, der im blauen Williams, und dann an Yuki Tsunoda im Alfa Romeo vorbei. Es geht also in die richtige Richtung. Aber VSC jetzt. Das ist mir eigentlich scheißegal. Kraftstoff können wir dann nochmal pushen. Schauen wir uns mal an, was da passiert ist. Vorne nicht die beiden erstens, oder? Oh, holy shit, Alter. Stroll raus. Und Alonso wahrscheinlich auch ein bisschen zurückgefallen. Ja, natürlich nicht so clever. Das heißt, Stroll fällt noch aus. Ja, natürlich, für Punkte wird es nicht reichen, aber Platz 12, mal gar kein so schlechtes Ergebnis. Und mal gucken, ob wir vielleicht Bottas noch kriegen können. Ja, die auf Soft starten, oh, wenn es ein paar Runden länger geht. Gut, dann macht die KI vielleicht auch was anderes. Oder auf der anderen Seite, wenn unsere Jungs ein bisschen schneller sind. Eigentlich meine ich damit nur Antonio, weil... Junge Lawson, 10 Sekunden Abstand. Der kriegt auf den harten Reifen hier gar nichts hin. Überhaupt nichts. Keine Pace. So, das VSC endet hier eben und wir sind in der letzten Runde. Giovinazzi, Junge, mach es. Mach es, mein Freund. Du bist jetzt in, jawohl, komm, und hast den Reifenvorteil. LOL, Perez hat einen Platten. Es hat einen Platten. Ich fasse es nicht. Deswegen, da auch. Alonso hat auch einen Platten. Los, zieh an ihm vorbei. Wie geil ist das denn? Ich meine, saudämlich von denen, aber egal. Wir holen uns Punkte. Ich meine, ich wäre schon erstmal mit P11 zufrieden gewesen. Aber jetzt holen wir uns Punkte, weil die KI einfach zu krass gegambelt hat. Ja gut, jetzt sind die echt bei 0%, aber Alter, Bottas und Co. auch, da hätten noch einige erwischt werden können. Jawohl, mit ein bisschen Luck. Aber er musste erstmal in der Punktenähe sein. Da waren die Mediums eindeutig die richtige Wahl. Boah, der hatte auch noch echt Reifen übrig, also schönes Ding, Mann. Endlich die ersten Punkte, nice. Jawohl, endlich mal was zu feiern. Liam Lawson hat übrigens nicht mal beide überholen können. Der hat natürlich mein Sponsorenziel ruiniert. Perez ist er vorbeigekommen. Aber Alonso mit seinen Platten ist sogar vor ihm ins Ziel gekommen. Daran sieht man mal, wie weit hinten Lawson war. Naja, schauen wir uns mal an. Wilder Grand Prix,
Russell gewinnt vor Verstappen und Hamilton. Mercedes eindeutig die Gewinner des Rennens. Und Aston Martin hat einfach alles weggeworfen. Die waren richtig weit vorne. Auch nach dem Restart, nach der Red Flag, war Stroll auf der 1. Und jetzt nehmen die halt gar keine Punkte mit. McLaren holt mit Norris Punkte. Alfa Romeo auch einen mit Bottas, aber egal. Schauen wir uns mal an. Verstappen vor Leclerc und Perez. So. Antonio ist endlich auf dem Scoreboard angekommen. Sehr schön. Und Lawson noch nicht. Aber das geht auch vielen anderen so. Und bam. Da sind wir doch. Da sind wir am Start. So seht ihr es nochmal in Gänze. Alfa Romeo hier auch mit dem ersten Punkt. Wir springen auf die 7. Ja, McLaren, das wird noch ein Stückchen Arbeit, aber erstmal zumindest auf dem Scoreboard hier angekommen. Das ist schön. Boxencrew hat heute auch keine Scheiße gebaut. Das lief alles stabil. Ja, und letztendlich hier Training, Qualifying voll verkackt. Am Rennen 2 Punkte gemacht, nice. Scouting von Lando Norris ist abgeschlossen. Gucken wir uns den mal an. 89 overall. Ein 99er Wert. 14 Millionen. Nee, ich denke nicht. Ja, dann scouten wir einfach nochmal weiter. Vielleicht mal ein paar junge Leute. Wen kann man hier nochmal scouten? Oli Bearman hatten wir schon. Ich nehme mal Jack Crawford. US-Amerikaner. Das wäre vielleicht mal auf Dauer jemand für das Haas-Team. Hier, Sebastian Montoya. Den müssen wir uns doch auch mal scouten. Olli Goethe, den könnte ich dann auch mal nehmen. Aber wir haben erstmal nur zwei Scouts. So, neuer ATR-Zeitraum. Und Autoteile, ja, Heckflügel muss ausgetauscht werden. Schauen wir mal eben kurz ins Lager, was wir noch so an allen übrig haben. Frontflügel haben wir genug, Chassis ist okay, Heckflügel habe ich auch gemacht. Seitenkästen, Unterboden ein bisschen mau, Aufhängung. Es wird auch noch was gefertigt, Heckflügel und Aufhängung. Okay, das habe ich soweit alles einigermaßen im Blick. Wir haben knapp 10 Millionen und müssten hier auch noch mal die Fabrik, kann man jetzt nicht sehen, aber auch modernisieren. Aufhängungssimulator. Scheiß doch die Wand an. Aber wir müssen erstmal entwickeln. Dazu schauen wir uns aber jetzt mal im Detail einzelne Komponenten an. Das ist unser Motor. Daran kann ich eh nichts ändern. Chassis. Luftwiderstand. Luftstrom. Frontflügel. Mittelmäßig, aber an dem haben wir schon mal was gemacht. Heckflügel. Ja, verbesserungswürdig. Seitenkästen, auch Luftstrom, Unterboden, mittelmäßig, Aufhängung, katastrophal. Okay. Was ich jetzt, glaube ich, mal machen werde, ist Chassis, daran haben wir schon ein bisschen geforscht. Chassis und Aufhängung werde ich mal angehen. So machen wir das mal. Dann 22 Tage. Aber gut, wird natürlich auch ein paar Rennen dauern, das ist klar. Wobei Chassis ist eigentlich wichtig. Das ballern wir mal so rein. Design und dann nochmal Aufhängung. Den Rest werden wir davon mal was anfertigen. Okay, ja, hier haben wir Bremskühlung haben wir Bedarf. Lebensdauer schraube ich nochmal ein bisschen runter. Ansonsten lassen wir das aber mal auf ausgeglichen. Okay, das dauert relativ lange. Hätte ich gar nicht gedacht, Aufhängung ist von der Fertigung her doch relativ kurz. Ja, dann schippte ich hier vielleicht die Ingenieure nochmal um. So. Dann haben wir jetzt 24 und 27 Tage. Gut. Unterboden.
Kann man auch immer gebrauchen, das nochmal anfertigen. Wir haben jetzt erstmal ein bisschen Geld. Wir können die Fabrik upgraden. Ich mache lieber ein Upgrade, wo ich das modernisiere. Läuft aufs Gleiche raus. Hier Trophäenraum. Ja, gut, das spare ich jetzt mal, aber das kommt dann als nächstes. Check in Vorstandsvertrauen. Gucken wir uns das mal an. Wir sind aktuell noch unter dem Ziel, aber das Rennen eben war hilfreich. Baku war sogar okay. Wobei, ich weiß gar nicht, ob das gerade nach der richtigen Reihenfolge ist, sorry. Aber Miami Gardens war auf jeden Fall das letzte. Doch, müsste eigentlich passen. Begeistert. Okay, krass. Ja, die Ansprüche sind natürlich immer noch recht niedrig. Ein Points-Finish ist immer ein sehr gutes Ergebnis. Nach wie vor. Aber muss es gar nicht unbedingt immer sein. Solange wir auch mal auf 12, 13 fahren. Schöne Verbesserung hier von allen unseren drei PilotInnen. Ja, okay, ich habe schon mal eine etwas bessere Aufhängung. Zumindest leicht minimal gefertigt gehabt. Brauchten wir eh Ersatzteile und dann habe ich schon mal die geupdatete Version genommen. Auch wenn wir da weiterhin noch ein neues Design laufen haben. Ja, Aufhängung ist also nicht knapp, nur dieses eine Modell ist etwas knapp. Gut, dann stehen wir unmittelbar vorm nächsten Rennwochenende in Italien, Emilia-Romagna Grand Prix aus Imola. Das schauen wir uns dann aber beim nächsten Mal an, wenn es wieder heißt Mr. Luke zockt F1 Manager 23. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, macht's gut. Ciao.